Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich null vom Fleck komme. So, dann. Gewerbegebiet. Das wird so enorm gefragt. Das ist Wahnsinn. So. Okay. Vielleicht doch ein bisschen größere machen. Dann hier vielleicht noch eins. Dann hier, dann können wir hier noch nebenbei mit Büros arbeiten. Gewerbe. Das hinten, da könnt ihr alles nutzen für Gewerbe. Die Parkplätze muss ich ihnen halt noch wegnehmen. So. Dann wollen die... So, und hier machen wir was Großes, wenn es groß wird. Okay. Landhäuschen wollen es noch mehr haben. Dann machen wir hier was Großes. Wir möchten eigentlich so am Berg wohnen. Das wären zwei, jawohl. So. Ich weiß schon bald nicht mehr, wohin mit Gewerbe. So. Was haben wir dann hier oben? Da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reingeben. Da vielleicht noch kurz vorher was. Hier kurz vorm Rhein. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services manage to get the fires under control. Wo steht was in Flammen? Der Wald steht in Flammen. Brände in Wäldern brennen Bäume nieder und zerstören so die Holzressourcen. Brände können sich rapide ausbreiten und auch auf Gebäude übergreifen, wenn diese sich in der Nähe befinden. Zum Löschen von Waldbränden werden Feuerwehrhubschrauber benötigt, da Löschfahrzeuge Gebiete fernab der Straßennetze nicht erreichen können. Wenn brennende Straßen erreichen, können Löschfahrzeuge dabei helfen, das Feuer einzudämmen und weitere Ausbreitungen zu verhindern. Feuerwehrtürme dienen als Frühwarnsystem und helfen dabei, Feuerwehr und Rettungsdienst so schnell wie möglich zu alarmieren. Wenn ein Brand in Ihrem Beobachtungsgebiet ausbricht, sorgen Sie dafür, dass Ihre Stadt über die nötigen Dienstleistungsausrichtungen verfügt. Wo ist das Feuer? Ich habe Angst. Ich sehe kein Feuer. Ich sehe hier kein Feuer. Hier.
Okay, kann ich hier eventuell noch eine Straße zubauen? Damit die Feuerwehr da irgendwie reinkommt. Hm. Wo ist denn überhaupt meine Feuerwehr? Wieso machten die nichts? Okay, dann ist das hinterm. Oh je. Also. Hier spurig. Okay, ich würde sagen, hinterm ein Gebäude steht in Flammen. Ja, shit. Wo ist unsere Feuerwehr? Was? Okay, ich muss schauen, dass ich hier vorne noch eine Feuerwehr hinkriege. Haben wir nur einen Feuerwehrwagen? Aktive Warte, was? Wieso kommen denn da nicht mehr Ritter? Wo kommen denn die jetzt her? Also von unten. Oje, der ist wer gestorben. Obwohl schon vor längerer Zeit ein Leichenwagen gerufen wurde, ist dieser noch nicht eingetroffen. Da kommt er eh. Okay, ich glaube, Industrie ist nicht so klug hinterbei. Bäume machen. So, wie kann ich die denn wieder entfernen? Muss ich da wissen, welche das sind? Gepflegte Blumenbusch. Schnell! Was haben wir dann noch da? Was ist das? Eine Erle. Okay, warte, ich mache kurz Pause, weil ich habe komplette Nachfrage. Mein Gut, dass hier hinten jetzt nicht geht, lasse ich mir einreden. Birke. Achso, weil das ein anderer ist. Erle, Kiefer, Pappel, Edel, Birke.
So, was sind dann die hier? Gepflegter Blumenbusch. 02. Okay, wir machen. Hier geht's nicht. Da ist noch einer. Was haben wir hier? Wildblumenbusch. 1. Wildblumenbusch. Hier. Was? Also es ist wild. Das ist wieder was anderes. Wildblumenbusch hier. So. Hoppla. Jetzt müsste schon eindehnbar sein. So, auf jeden Fall brauche ich mehr Gewerbegebiete. Aber wo bleibt denn der Leichenwagen? Second Moon Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesteryear. Local stargazers are in for a real treat tonight, as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up. Wird sich schon wieder legen, das Feuer. It promises to be quite a sight. We've recently been having what seems to be the worst kind of luck there is. That's right. Today we are talking about the increased likelihood that you'll die. That's not exactly what an increased death rate measures. Either way, if everybody is dying, that gives me the creep. That's a wild overstatement. Are you trying to make people panic? Did you say panic? She said panic. The death rate is skyrocketing. We've got to get out of here. You go. I'll stay and clear up the mess. We'll be back after this. So, hier könnte man noch was hinpacken, was Größeres. Dann hier haben wir was. So, wie sieht's eigentlich denn aus? Ja, ob ich den Friedhof hier lassen soll, weiß ich eh noch nicht. So, das einzige Problem. Die Wohnhäuser. Bauen wir dann hier so ein bisschen hin. Da gehört auf jeden Fall ein Parkplatz hin. So. Haben Sie das da hinten jetzt schon im Griff? Nee, es wird alles abbrennen. Okay. So, Gewerbe. Da ist was, da ist was. Da haben wir auch, da haben wir auch. Sieht aber alles gut aus. Ich will das nicht so voll klatschen. Thank you.
Das einzige hier könnte man eventuell. Noch ein bisschen was reinpacken. Vor allem noch was Kleines. Da hinten haben wir eine komplette Einkaufsstraße. Das heißt, Parkplatz wird hier. Auf jeden Fall, da haben wir einen Parkplatz. Wie voll ist denn der Parkplatz? Der ist fast voll. So, unterirdische gibt's. Überirdisches. Unterirdisches Parkhaus. Tiefgaragengebäude. Das heißt, ich werde hier nicht rundherum kommen. Dass ich sage, ich. Wir werden da noch eins brauchen. So. Okay. Langsam, da fangen wir uns wieder. Okay, gut. Der Friedhof. Mir gefällt der Friedhof da nicht. So, warte mal, was hat denn der da für ein Ausmaß? Kann ich den Friedhof erstmal. Der wird wahrscheinlich eh nochmal versetzt. Hier erstmal so reinsetzen. Dann könnte ich da drüben noch was bauen, wenn er Platz hat. Ja. Dann bauen wir hier drüben nämlich. Die Luft, den geht eh so rüber. Dann könnte man hier. Ein bisschen was dicht. Oder dichter besiedelteres machen. Achso, was ist. Achso, das gehört hier drüben dazu, oder? Also gehört nicht direkt dazu. Aber es passt halt dazu. Okay. So. Dann das und das kommt mal weg. Mach mal weg. Das wollte ich doch gar nicht. Ich will ja eine Kurve. Dass das immer andocken muss. Und zwar hier zurück. Nein! Was magst du denn? Ah.
Okay. Dann können wir hier hinten auf jeden Fall wieder. Ein bisschen was bauen. Hier könnte man ja ein bisschen auf den nordamerikanischen Stil gehen. So. Bis Landzunge. Wir schauen mal, wie es aussieht. Sonst kann ich es noch immer umtun. Das wäre das wenigste Problem. Hier müsste ich die Straße irgendwo anknüpfen lassen. Damit das alles halt ein bisschen schneller erreicht wird. So. Bei der Schule, glaube ich, ist nicht so klug. Weil die kriegt ja noch eine Erweiterung auch noch. Hier haben wir wieder einen Kreisel rein. So. Auch hier können wir eigentlich einen Kreisverkehr reinziehen. Aber wieso ist denn das so doof? Warte. Okay, dann müssen wir ihn eh hier lassen. So. Gewerbe. So. Ah, nee. Warte. Bei denen bin ich mir jetzt unsicher. Das auf jeden Fall noch. So, aber hier hinten. Kriegen die einen Parkplatz hin? Achso, gibt es einen Parkplatz auch in Europäisch? Nee. Okay. Dann hätte ich gern hier wieder nordamerikanischen Stil. So. Dann wäre hier wahrscheinlich nicht ein Park. Also wäre hier ein Park nicht schlecht. Aber es ist alles grün. Die kriegen so einen kleinen Platz. So. Und dann hier vielleicht. Und so. Okay, dann wieder umtun auf dem anderen. Das ist alles hier zum Abreißen. Und hier bauen wir dann.
bisschen mehr Hochhäuser. Trotzdem schauen das ein bisschen anders aussehen immer. Dann können wir hier mal ein kleines Gewerbeding wieder reinpacken. Die Nachfrage ist halt hier. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon Radio, classical for the modern age. Unlike most modern music, classical has always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank paper, using only their imaginations as guides. Was? Through a silent, audible masterpiece. Now, mangel an Arbeitskräften. At full volume, and our souls are transported. But let us not tarry. On to the next rapisode. So. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury into our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Da brauchen wir dann auch auf jeden Fall mal einen Parkplatz. Hier könnte man ein bisschen mehr Gewerbe wieder machen. So, die sind jetzt sehr auf der Nachfrage. Reihenhäuser. Hier gehen wir schon so ein bisschen ins städtlichere Landleben. Oder was heißt Landleben? Hier ist kein Landleben mehr. Nur was Kleines. So, und dann hier. Die sind enorm gefragt. Okay, ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen. Hier das Großstadtleben dann wieder ausbauen. Mit Land. Was haben wir hier? Effizienz 69. Warum? Angestellten. Also ich habe jetzt schon wieder nur mehr 82.000. Ich brauche mehr Gewerbe, aber ich weiß nicht mehr wohin. Und solche Wohnungen würden wir noch brauchen. Und vielleicht brauche ich auch mehr Parkplätze. Aber ich mache jetzt mal ein kurzes Päuschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. Bis dann.